Wie groß muss ein Unternehmen sein oder sagen wir, wie weit muss es in den Himmel reichen, um bereit zu sein für die Cloud? Große Firmen haben sich diese Frage längst gestellt. Umgekehrt aber lautet die Frage doch, wie kann man die Cloud bereit machen auch für kleinere Firmen? Das jedenfalls ist der Ansatz von 1&1 IONOS, nach eigenen Angaben der führende europäische Anbieter von Cloud-Infrastruktur, Cloud-Services und Hosting-Dienstleistungen. Wie man sich dort per Cloud Made in Germany als Partner auf Augenhöhe rüstet, darüber wollen wir reden mit Hans Neihold. Mein Name ist Ralf Czepanski, willkommen bei The Business Debate. Hans Neihold, Startups, Agenturen, mittlere Unternehmen. Macht Kleinvieh auch Mist oder warum schauen Sie auf diese Zielgruppe? Die technologischen Entwicklungen gehen so schnell. Die Digitalisierung bietet sehr viele Chancen für Großfirmen, aber auch für Kleinfirmen. Ob es jetzt Freiberufler sind oder eine Riesenfirma, jede möchte gerne die neue Technologien nutzen für seinen Zweck. Und wie unterscheidet sich eine Cloud für den Mittelstand von einer für große Unternehmen? Kostet sie mehr in Relation oder kann sie weniger? Das Schöne bei der Cloud ist, dass man nur das zahlt, was man auch tatsächlich verbraucht oder nützt. Das ist, was man sogenannt nennt, das Pay-as-you-go-Modell. So, ob es eine Großfirma ist, der nützt natürlich mehr, der zahlt natürlich auch mehr. Aber wenn Sie eine kleine Firma haben und Sie möchten auch in der Cloud gehen, dann zahlen Sie nur das, was Sie auch nützen. Aber die Frage ist vielmehr, wo es in der Vergangenheit darum ging, dass Sie öfter mal die Frage bekamen, sind Sie als Firma bereit für den Cloud? Ist es aus unserer Sicht eigentlich eher der Situation, wir müssen den Cloud bereit machen für jede Firma, ob er groß ist oder klein ist. So, wir müssen die Komplexität entfernen, damit jeder auch das selbst nutzen kann. Was verbirgt sich denn im Idealfall hinter einer virtuellen IT in der Cloud? Welche Infrastruktur tut sich da auf? Ja, Infrastruktur, virtuelle IT, das ist vielleicht sehr komplex. Wenn ich mal sage, was ist das Internet? Das Internet ist ein Set von Autobahnen, die Rechner miteinander verbinden. Die Rechner sind wie Gebäude, wie eine virtuelle Stadt. Und es wäre natürlich langweilig, wenn jeder Gebäude ähnlich aussehen würde. So, wir sind der Meinung, es soll Vielfalt geben, Diversität geben und genau das bieten, was jede Firma, ob er jetzt groß oder klein ist, benötigt. Große Digitalisierungsthemen wie künstliche Intelligenz oder die virtuelle Stadt, die brauchen aber auch soziale Regeln. Mhm. Wer stellt die auf und sorgt dafür, dass sie auch eingehalten werden? Wenn wir miteinander kommunizieren, gibt es informelle Regeln, aber es gibt auch formelle Regeln. Nehmen das uralte Brief, wir kennen das Briefgeheim, da gibt es ein Gesetz, der vorgibt, okay, das ist sicher. So soll es im Internet auch gehen. Es soll gesetzliche Vorgaben geben, der sagt, okay, wenn jemand eine E-Mail schickt, soll bitte keiner reinschauen. Wenn man auf andere Wege miteinander kommuniziert oder Daten zusammenbringt mit künstlicher Intelligenz, dann muss man natürlich auch sehr klar schauen, geht man nicht über eine Grenze, die man normalerweise nicht überschritten würde. Sprechen Sie aber dabei auch aus Eigeninteresse im Kampf gegen die globalen Giganten oder was hat der Kunde am Ende davon? Wenn Sie jetzt schauen, wer das Internet dominiert, dann sieht man, dass man eigentlich nur mit großen Firmen aus den USA zu tun hat. Das würde ich sagen, ist keine Vielfalt. Das ist auch keine Diversität. Und das gibt dann auch Nachteile. Gerade eben haben wir gesprochen über die Regeln. Die Regeln in den USA sind komplett unterschiedlich als die Regeln hier in Europa. Und wie macht sich das in der Praxis bemerkbar? In den USA kennt man den sogenannten Cloud Act. Das ist ein Gesetz, das vorgibt, dass unter bestimmten Vorbedingungen man Daten übergeben muss an bestimmte Instanzen in den USA. Hier in Deutschland oder hier in ganz Europa ist das nicht erlaubt. Hans Neihold, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business Debate. Bis dahin.